Hey Leute, alle aktuellen News zur Galaxy-Sperrin findet ihr in diesem Video. Leute, 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 endlich ist es soweit. Wir haben offizielle News von Epic Games bekommen, was den Galaxy-Sperrin-Skin betrifft. Und zwar habe ich mal zwei große Überschriften für euch. Die erste lautet, der weibliche Galaxy Skin wird zu einem späteren Zeitpunkt in den Shop kommen. Ich zeige euch gerne nochmal den Part, wo das im Text offiziell auch nochmal drin steht. Und der zweite Punkt ist, dass alle Android-Spieler, die ein Fortnite-fähiges Gerät haben, an dem Cup teilnehmen können. Und zwar schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Also der Fortnite Galaxy Cup ist am 25. und 26. Juli. Und man kann eben gegen andere Galaxy-Besitzer antreten. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, es können nur Samsung Galaxy-Besitzer teilnehmen. Aber wenn wir jetzt dann gleich mal runterscrollen, ich zeige euch das gerne nochmal. Wenn man hier nochmal nachliest, so könnt ihr am Galaxy Cup teilnehmen. Alle zulässigen Android-Spieler mit Geräten, die von Fortnite unterstützt werden, können am Galaxy-Wettkampf teilnehmen. Also nicht nur Samsung Galaxy-Besitzer. Das ist ganz interessant für viele von euch, die irgendwie ein Huawei haben oder sowas. iPhone, also Apple-Besitzer müssen hier natürlich drauf verzichten, also die sind leider nicht dabei. Außerdem ist sehr interessant, ihr müsst natürlich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert haben, damit das Ganze klappt. Ich empfehle euch generell, dass ihr die aktiviert. Man braucht die auch einfach für mehrere Dinge, wenn man Geschenke versenden will zum Beispiel und auch einfach um Hackern das Leben schwer zu machen. Ich habe das Video, wo ich euch ganz genau erkläre, wie das funktioniert, auch nochmal verlinkt. Das seht ihr jetzt gleich oben hier im Bildschirm. Ja, dann gibt es noch die offiziellen Regeln für den Galaxy Cup. Also ich überfliege das nur ganz kurz. Es sieht aus wie eine Bibel, also das braucht ihr nicht wirklich durchlesen. Auch wenn es euch interessiert ist, ich verlinke es euch einfach gerne nochmal. Es gibt einen wichtigen Punkt, sage ich mal, das ist das Bewertungssystem. Da kann man sich das schon mal anschauen. Ein epischer Sieg gibt euch 10 Punkte und dann je nach Platzierung gibt es Punkte, jede Eliminierung einen Punkt und jedes gespielte Match, warum auch immer, gibt euch auch einen Punkt. Und es ist eben so, dass man 3 Stunden Zeit hat und maximal 10 Matches machen kann. Und es sind eben 2 Tage, also einmal Samstag, einmal Sonntag. Und ihr könnt jeweils 10 Matches in diesem Wettkampf machen, um euch eben zu platzieren, damit ihr diesen Galaxy Skin erhaltet. Mit der Platzierung sieht es folgendermaßen aus. Bei Europa bekommen die Top 10.000 den Galaxy, den weiblichen Galaxy Skin, muss ich immer dazu sagen. Also es geht hier um diesen, der auch hier die ganze Zeit auf den Fotos zu sehen ist. Und es ist eben so, dass Europa die meisten Spieler hat und deswegen haben wir die Top 10.000. Bei den anderen sieht man sie, also es Top 7.500 oder nur Platz 1.250 bekommen diesen Skin. Und außerdem eben, wenn ihr an mindestens 5 Matches teilnehmt, dann bekommt ihr immerhin schon mal die Galaxy Lackierung, was auch ziemlich nice ist, dass ihr zumindest die Lackierung bekommt. Und jetzt kommt es eben, der Hinweis, das Outfit, Galaxy-Sperrin und andere dazugehörige Gegenstände werden zu einem späteren Zeitpunkt im Itemshop verfügbar sein. Das heißt, der Galaxy-Sperrin-Skin kommt in den Itemshop. Nicht so wie beim alten Galaxy-Skin, den es als Promotion gab, wenn ihr ein Tablet oder ein Note gekauft habt, sondern da ist es wirklich so, zum späteren Zeitpunkt ist er ganz normal zu bekommen. Aber natürlich, wenn ihr ihn jetzt freischaltet in dem Event, dann habt ihr ihn vor allen anderen Leuten und vor allem müsst ihr auch keine V-Bucks dafür bezahlen. Also ich werde auf jeden Fall mein Glück versuchen in diesem Turnier. Jetzt gehen wir mal nochmal die weiteren Dinge durch, was hier noch dabei steht. Eigentlich ist es nur noch Werbung, dass Fortnite eben sagt, komm, ladet euch Fortnite auf euer Android-Gerät runter und trainiert schon mal ein bisschen, damit ihr Chancen habt mitzumachen. Und wenn ihr ein Samsung-Gerät besitzt, könnt ihr Fortnite auch im Galaxy Store herunterladen oder im Play Store. Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Und es gibt auch nochmal FAQs, wo man sich alle Informationen anschauen kann, ob dein Gerät kompatibel ist und so weiter. Da könnt ihr auch mal gern draufklicken, falls euch das interessiert oder für euch relevant ist. Es gibt auch noch einen Leitfaden, wie ihr Fortnite auf mobilen Geräten verwenden könnt. Dort könnt ihr auch zum Beispiel nachschauen, wie ihr einen Controller verwendet mit eurem Android-Handy. Also ich habe mir extra einen Bluetooth-Controller zugelegt für dieses Turnier. Mal schauen, ob das etwas bringen wird oder eher nicht. Ja, also der Galaxy-Skin gefällt mir schon verdammt gut. Also ich finde den geiler wie den normalen Galaxy-Skin. Ich finde, diese Galaxy-Sperrin ist einfach ein bisschen moderner, auch mit den Schuhen. Ich weiß nicht, die Schuhe und die Hände, die haben irgendwie für mich nochmal irgendwas Besonderes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Kicks.